Also die Überlegung war, dass wir, damit die Runden, manchmal ist es so, dass Runden sehr, sehr schnell vorbei sind, weil wir einfach durch die Gegend laufen, schnell unsere Aufgaben machen und dann fertig sind. Oder andere etwas länger brauchen mit ihren Aufgaben, weil sie einfach ein bisschen, ne, schwieriger und so. Kann es aber sein, dass Runden super schnell vorbei sind. Und auch gerade bestimmte Rollen sind schwer umzusetzen. Thema Leibwächter oder Liebende oder auch diese Ente, die die Rollen errät. Und dass wir das vielleicht ein bisschen runder gestalten, indem wir versuchen, da Rollenspiel reinzubringen. Dass wir nicht einfach nur rumlaufen und uns gegenseitig töten oder unsere Aufgaben machen, sondern dass wir versuchen, derweilen auch eine Rolle zu spielen, um dem Ganzen auch ein bisschen mehr Raum und Zeit zu geben. Das heißt, dass die Killer dann auch ein bisschen mehr Zeit hätten, wirklich zu töten und die anderen auch mehr Zeit hätten, ihre Aufgaben zu machen. Dass es nicht nur darum geht, schnell durchzurennen und die Aufgaben zu machen. Wolfi hat es zum Beispiel geschrieben, ihr denkt euch eine Rolle aus und agiert danach. Der eine spielt einen Bettler und versucht sich überall durchzuschnorren, der andere spielt einen reichen Pinkel, dem der niedere Pöbel sehr anstrengt. Je nachdem, auf welcher Map man ist, kann man diese dazu Katastrophe. benutzen. Was? Das mit dem unteren Pöbel, das dir nicht gefällt. Kater ist der Pöbel. Ich bin der Pöbel. Der Tempel kann für den einen ein aufregendes Abenteuer, Urlaubsziel sein, der andere ist Abenteurer und versucht, diesen zu erkunden, der nächste ist Fremdenführer. Ich als Politiker würde mal sagen, geh ins Rathaus. Was? Ich habe Das eine Rathaus. Spur, ich rieche Was? etwas. Wo war denn nochmal hier das Rathaus in Das meiner Schnabel. Stadt? Ich finde, das ist seltsam, wenn der, Was? wenn unser Bürgermeister nicht weiß, wo sein Rathaus ist, das ist verdächtig. Verdächtig, Was? verdächtig! Sie machen sich verdächtig, Herr Bürgermeister. Was haben Oh, Sie? in diese Gassen möchte ich nicht. Was? Wo Herr haben Bürgermeister, wir hier denn mal ich das glaube, Sie Rathaus? haben Ja, hier Dreck am ist die Stecken. Bank. Nein, ich habe nur Ich vergessen, habe. wo ich residiere. Ich habe. Residiere, so. Ich habe. Hier sind Sie, glaube ich, schon genau richtig. Ich habe Beweise. Natürlich, das wusste Ich habe ich. Beweise. Ich habe Ja, Beweise, legen Sie diese dass vor. Sie Geld unterschlagen. Dass Sie als. Sie dürfen als Bürgermeister da gar Kann nicht ich die stehen. Beweise? Das ist nicht Ihr Job Kann ich als die. Bürgermeister. Kann ich die Beweise mal sehen? Nein, das sind meine Beweise. Das sind meine Beweise. Aber ich habe Beweise, ich habe stichhaltige Beweise, dass Sie Ihre Macht Was hast ausnutzen du? und Geld zum Beispiel aus dem Gericht einfach für sich behalten, Herr Bürgermeister. Dann kommen Sie mal einmal mit. Oh mein Gott. So viele böse Politiker hier. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Welche meinst du? Alle Politiker sind schlecht. Oh Gott, noch ein Politiker. Natürlich, Offensichtlich das haben ist wir hier Rufmord. zwei. Sehen Sie? Sehen Sie, Herr Bürgermeister, hier ist noch Oh, jemand. Sie wollen also in der künftigen Wahl kandidieren? Gegen Sie Ich immer, will aber Ihre natürlich. Scheiße wegmachen. Ich rieche hier eine weitere Spur. Achten Sie auf Ihre Wortwahl. Mr. Katafi? Ja. Ich möchte Sie darauf hinweisen, das Einzige, was Sie gerade riechen, sind Fäkalien. Ich Die sehe Stadt nichts. ist Ich sehe zu nicht, heiß was Sie dafür. wollen, aber ich höre Stimmen. Oh. Ich habe eine Ich höre Bombe. etwas tickern. Ich habe auch eine Hören Bombe. Sie Ich sehe eine Hilfe! Bombe. Wir haben eine Bombe. Hören Sie Ich auf rieche. mich. Ich gehe weg. Eine Tschüss. Bombe, B. Ich rieche, dass hier etwas schief läuft. Also helfen Sie mir doch. Wie ist das denn passiert? Der Sprengmeister kann die Bombe nicht bekommen. Also wie auch immer, ich wurde durch die Bombe gekillt. Ich gebe keine Autogramme. Gehen Sie weg. Ich bin berühmt, aber ich gebe keine Autogramme. Gehen Sie. Hören Sie, Herr Bürgermeister, die Wahlen stehen an und es ist sehr, sehr schlecht. Steht sehr, sehr schlecht für Sie.
gibt dort einen anderen, der ihren Posten einnehmen möchte. Ich fege die Treppe des Bürgermeisters. Das ist ja... Mal nebenbei, es gibt ja in einigen Städten gibt es ja den Brauch, wenn man irgendwie, was weiß ich, 30 oder so geworden ist und nicht verheiratet ist oder irgendwie 35, muss man die Rathaustreppe fegen. Ich habe mal in einer Stadt gelebt, wo das Brauch war, wo das Brauchtum war. Ich warte mal gerade, ob jemand vorbeikommt. Hier kommt niemand vorbei. Ich muss dem Bürgermeister doch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ohne mich ist er doch nichts. Ohne mich ist der Bürgermeister nichts. Bürgermeister. Bürgermeister, ihre Wahlergebnisse, ihre Vorwahlergebnisse sehen schlecht aus. Wir müssen ein aggressiveres Wahlprogramm starten. Hier ist der erste Leute. Hören Sie. Dieser Bürgermeister ist der beste Bürgermeister, den die Stadt je gesehen hat. Sie müssen in der kommenden Wahl auf jeden Fall für ihn stimmen. Er hat dafür gesorgt, dass diese Stadt zu diesem Ruhm gekommen ist, den sie jetzt hat. Schauen Sie doch nur auf die Straße. Schauen Sie nur da draußen. Die ganzen Leute, die hier stehen. Ich werde nur in meine Glaskugel gucken. Schauen Sie die Leute, die auf der Straße stehen und jubeln. Voraussagen. Da ist noch jemand, der jubelt. Schauen Sie alle, wie fantastisch diese Stadt geworden ist, die unser Bürgermeister gemacht hat. Nur durch unseren Bürgermeister. Wer ist der Bürgermeister hier? Hier ist der Bürgermeister. Ja, und nur durch ihn ist die Stadt in dem Glanz, den sie jetzt hat. Also, ich muss mit dem Bürgermeister ein ernstes Wort reden. Reden Sie mit mir. Ich bin der Stellvertreter. Reden Sie mit mir. Der Bürgermeister hat zu tun. Reden Sie mit mir. Nicht mit dem Bürgermeister zu tun. Der Bürgermeister muss sich mit großen Dingen, wichtigen Dingen befassen. Und nicht mit den kleinen Aufgaben des kleinen Volkes. Alkohol ist wichtig. Ich bin berühmt. Ich war bei Big Brother. Das ist kein berühmt. Der Bürgermeister ist berühmt. Kostenloser Alkohol. Warten Sie, Bürgermeister, ich bringe Sie raus. Kommen Sie mit. Lassen Sie den Bürgermeister arbeiten. Herr Pseudopromi, kommen Sie mit. Wir müssen den Bürgermeister arbeiten lassen. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit hier drüben. Kommen Sie mit. Okay, kommen Sie nicht mit. Kommen Sie mit. Es gibt. Der Bürgermeister hat mir gesagt, er gibt eine Runde aus, damit Sie ihn für die tolle. Damit Sie ihn wählen. Wählen Sie den Bürgermeister der Stadt. Geben Sie ein. Ein Glas Milch. Soll ich wählen? Nehmen Sie ein Glas Milch. Autogramme. Auf den Bürgermeister. Schauen Sie mal, es ist ganz neblig draußen. Ich war Platz 20 bei Big Brother. Bin hier nur einer frischen Luft. Um berühmt zu sein, ne? Seltsame Leute stehen draußen. Möchten Sie die Zukunft vorausgesagt haben? Sagen Sie mir, ob der Bürgermeister gewinnen wird. Wird der ich Bürgermeister sage die gewinnen? Nun voraus. Sagen Sie voraus. Es ist so neblig. Natürlich. Ich sehe nichts. Und sehr gut. Die Zukunft sieht goldig aus. Goldig? Ich hab mal die Bullen gesehen. Ich bin berühmt. Du hast wen gesehen? Hab ich fast gesehen. Wen Bullen, haben Sie gesehen? Ja? Hab mich fast gesehen. Wen? Dieser Bulma hat mich fast gesehen. Bulma? Zug vorbeigekommen. Die ja. Bulma, die aus Dragon Ball? Dieter Bohlen, der hat mir zugebunden. Dieter Bohlen, das ist sehr gut. Hören Sie, aber Promis sind immer sehr gut, wenn Promis... Der gibt mir auch kein kostenloses Alkohol. Ich werd gestalkt und den Betrunkenen auch noch. Das sind ziemlich schlechte Polizisten, ihr Kokos, diese... Die sind mir hinterher gelaufen. Gehen Sie weg, Sie komischer L-Promi. Ich war bei Love, ja, Next Love Ende. Was? Wer hat den geköpft? Ich war's nicht. Ach, hey. Ich war bei der Polizei. Ich habe das Gefühl, der Alkohol hat dir nicht gut getan. Kenn ich auch, ja. Ich habe soeben Sir John oben beim Friseur entdeckt. In der Nähe des Bürgermeisters. Oh nein, wie schrecklich. Beim Friseur? Durch den Raum verteilt. Brauselina, sie sollten weniger Helium inhalieren, das würde ihnen gut tun. Außerdem gehen sie weg, ich bin berühmt. Meine Glaskugel hat gelogen zu mir. Ich hab bei Germany's Next Top Goose. Jetzt bin ich berühmt. Ich war rausgekommen in der ersten Runde, aber ich war drin immer, ne? Denkenfall, ne? Hoffentlich werden sie nicht auch jetzt als erstes rausgewählt. Ich hab nichts gemacht, ich war bei der Polizei Anzeige abgeben. Gegen sie ist Droger. Wieso verdächten Sie mich, Frau Selina? Ah, Selina! Aber tu
draußen. Ich habe kein Ohr. Oh mein Gott. Selina. Oh mein Gott. Ich habe eine Glaskugel. Ich weiß alles. Herr Rautos, Herr Rautos. Wenn Sie Promi sind, Promis sind immer sehr, sehr gut für die Wahlen. Was halten Sie davon, wenn Sie einfach für in der nächsten Wahlkampagne des Bürgermeisters auftreten und sagen, dass Sie den Bürgermeister auch wählen würden? Dann werden viel mehr Leute auch Ihnen folgen und den Bürgermeister wählen. Was? Da hat jemand den Punkt vergiftet. Ich kann doch gar nicht wählen. Ich bin noch. Sie müssen ja auch nicht. Bis drei zählen. Wählen, nicht bis zählen. Drei wählen! Ich weiß, dass Promis nicht an euch die hellsten Kerzen auf wählen. Der Torte sind, aber Sie müssen wählen, nicht zählen. Das Zählen übernehmen wir schon für den Bürgermeister im Zweifelsfall. Dann wähle ich Zitronentorte. Okay, das ist vielleicht nicht die beste Wahl. Sie, Dame, hören Sie. Schauen Sie sich diese schönen Pier an, diese ganzen Handelsschiffe, die hierher kommen. Die sind nur hier, weil der Bürgermeister alles getan hat, um die Stadt zu dem zu machen, was sie ist. Wählen Sie also den Bürgermeister. Ich will Zitronentorte. Ich bin nicht überzeugt. Was könnte Sie überzeugen? zu wählen. Ich habe fast Tom Cruise gesehen. Fast. Im Film. Ja, ich auch in dem Film. Gehen Sie weg, Sie sind seltsam. Ja. Gehen Sie. Was könnte Sie überzeugen, zum nächsten Bürgermeister wieder zu wählen? Ja, ich kann singen. Ich kann singen. Drei kleine Enten schwimmen im See. Ein ist ertrunken, es war so still. Ich glaube, ich weiß, was Sie überzeugen könnte, dass der Bürgermeister vielleicht ein bisschen mehr für die Polizei investiert, um diese betrunkenen Leute von der Straße zu kriegen. Genau. Diese betrunkenen Leute. Glauben, ist ein guter Vorschlag. Haben Sie ein Problem mit meinem Eichenhol? Ja, ich sehe es. Guck, Ihre Fahne ist so schlimm, dass ich nichts mehr sehe. Meine Augen wurden von Ihrer Fahne betroffen. Ganz schlecht. Ich muss weglaufen. Immer dieser Weg. Das ist halt Hafenstadt. Das ist ein typisches Flair von Hafenstädten. Das macht diese Stadt erst attraktiv. Ihre Atmosphäre. Warum riecht hier dann nach sauren Eiern? Das liegt an Luftverschmutzung. Das ist die Industrie. Das ist Aufschwung. Das liegt an der weichen Ente hier. Das ist Aufschwung. Das ist industrieller Aufschwung. Das schafft Arbeitsplätze und Wohlstand Ente? Für alle. Hier eine Ente? Nur durch den Bürgermeister ist diese Industrie etwas. Hier. Es redet zu viel. Ivy. Da bekomme ich doch, obwohl ich Alkohol im Blut habe. So, da kommen also die reichen Schnösel von außerhalb und denken, sie könnten hier mit der Stadt des Bürgermeisters tun und lassen, was sie wollen. Herr Swarzulf. Ihr wollt der Bürgermeister sein? Nein, ich bin nicht, aber ich bin sein Minister und ich sorge dafür, dass die Stadt in seinem Namen hier läuft. Und ich habe sie beobachtet, wie sie unten am Pier einfache Bürger die getötet haben. Das finde ich nicht in Ordnung. Haben Sie nicht beobachtet? Habe ich wohl. Ich habe sie beobachtet und dann haben sie gedrückt. Ich habe gemeldet, weil sie Angst hatten, dass ich sie hervorbringe. Ich habe auf ein Bild gedrückt, weil ich fand, dass in dieser Stadt sind Bilder, die nicht gleich sind. Symmetrie ist wichtig und deswegen musste ich dafür sorgen, dass die Bilder symmetrisch sind. Und dann habe ich sie gesehen, wie sie von der unbescholtenen Leiche eines Bürgers andersrum davongelaufen sind. Falsch! Ich sage, sie waren es. Wollen bloß von sich ablenken. Typisch Politiker. Das sagt ein Adliger. Blub, 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 blub. Yay! Ich hab nicht gewusst, dass du da noch rumrennst. Ich stand einfach gleich um die Ecke. Ja. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!